hier so schön, ich muss einfach mehr machen, wandern und sportlich sein, mehr in die Natur gehen, ist so erholsam für deinen ganzen Stress. Und dann gehen auch die Ängste weg, dann ist einfach das Leben entspannter. Schau dir das an, das so schön hier, das Tal und das Dorf in Südtirol. Also es war wirklich eine erholsame Zeit. Wir haben viel unternommen dort, wandern, schwimmen. Kann ich nur empfehlen, dort mal hinzugehen. Hey, und dann kannst du ganz lässig Urlaub machen und fitter werden. Also die Natur ist da Wahnsinn dort, so schön. Die Temperatur ist milde und die ganzen Herden und die Milchkühe, die sind beeindruckend. Die haben mich auch an die Werbung erinnert. Und weil wir gerade bei der Werbung sind, da denke ich an Milka, die gehört wiederum die Schokolade zu Mondelez. Das ist ein ganz großer Konzern, der zahlt eine schöne Dividende von 2,6% fast. Und die Aktie läuft fantastisch. Das ist ein amerikanischer Lebensmittelhersteller eben. Und naja, die Leute konsumieren weiterhin ihre Süßwaren. Und die Hersteller, die geben die steigenden Rohstoffkosten, wie zum Beispiel Kakao und Milchpreise, die steigen eben an die Verbraucher weiter und verkleinern auch die Packungsinhalte und so weiter, spielen mit allerlei Tricks. Im Grunde verdienen die weiterhin ihr gutes Geld. Ja, und der amerikanische Schokoladenhersteller Hershey's gehört in die gleiche Kategorie. Das ist auch schon eine schöne Aktie zum Kaufen und Liegen lassen, zahlen auch Dividende, sind stabil und machen auch eben Grunde, geben die weiter ihre gestiegenen Rohstoffpreise an die Verbraucher. Und die Verbraucher sind bereit, das zu bezahlen. Natürlich denke ich in dem Zusammenhang auch an andere Lebensmittelhersteller wie Kraft Heinz, die gehört zum Großteil Warren Buffett, zu dem Berkshire Hathaway-Konglomerat. Die habe ich selbst im Depot. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin davon überzeugt, aber ich muss dazu sagen, ich mache hier keine Kaufempfehlungen konkrete, sondern das müsst ihr selbst entscheiden. Ich mache auch Fehler genügend. Aber ich halte alle drei Aktien für sehr interessant. Weil es gibt in dem Lebensmittelbereich eben, die haben gute Marken und da gehört auch Campbell Soup dazu und viele andere, die kann man einfach kaufen, auch im Bereich der Frühstücksflocken und so. Getreidekonzerne gibt es ganz tolle amerikanische Aktien, die kauft man einfach und lässt sie langfristig liegen. Das sind Gewohnheiten, die Leute essen gerne ihre Suppen oder die Cornflakes und deswegen läuft auch Kellogg's gut. Und all die Konkurrenten, langfristig zumindest. Also, du siehst hier in Tirol, habe ich mich total erholt. Viele Wanderwege sind wir gegangen und haben manchmal auch einfach nur so die Natur beobachtet und sind über Bauernhöfe gelaufen. Ja, beim Sparen und Investieren geht alles um das Mindset. Du musst dir dessen bewusst sein und positiv die Sache angehen. Du weißt genau, du kannst es erreichen und du arbeitest am Ziel und schreibst deine Ziele auf und das geht alles. Und man denkt positiv und baut sich selbst auf und nicht ab. Und dann haben wir ein anderes Problem, dass halt viele Leute auch so viel Plunder kaufen, so viel Zeug und das meiste ist unnötig, landet alles auf der Mülldeponie im Großen und Ganzen. Braucht man alles nicht. Einfach mit weniger Leben, mit weniger Zeug, aber mit großen Zielen und sich dann ein Depot aufbauen und dran denken und dran glauben und jeden Monat was verbessern. Und dann klappt das auch. Also Zelten waren wir nicht, wie du hier jetzt gleich siehst, sondern wir waren in einem Hotel, was jetzt nicht die allerhöchste Kategorie war, aber auch nicht die niedrigste. Es hat mir sehr gut gefallen. Wir haben recht einfach bürgerliches Hotel gehabt. Das zeige ich dir gleich und erzähle dir noch ein paar Aktienideen und ich hoffe, dir gefällt das Video. Hey, also hier lernst du Ruhe zu bewahren, genauso wie im ganzen Leben. Das hilft Sport oder ein großer Urlaub auf dem Meer oder in die Berge gehen, wandern, viel Ruhe bewahren, cool bleiben, in stressigen Situationen immer nachdenken und nicht hektisch reagieren, ob das im Job ist, in Beziehungen, im Leben oder an der Börse, egal wo, immer ruhig bleiben. Ja,
Ja, also da war absolute Ruhe und total gut mal hier so eine schöne grüne Aussicht zu haben und den Überblick zu haben. Dann ja, kannst du relaxen. Geflogen sind wir mit United Airlines. Die nehme ich immer von Manhattan, hier siehst du, nach Italien. Ja, ich sammle da auch Meilen und wenn man die Kreditkarte benutzt, kann man da total geschickt so Vorteile nutzen. Und ich nutze das total aus, aber da muss man richtig so informiert sein und die ganzen Tricks und Kniffe kennen. Zusammen kombiniert mit der Kreditkarte von den jeweiligen Unternehmen kann man schnell so einen Status erreichen. Wir können jetzt mittlerweile auch in die Lounge gehen, die United Airlines Lounge in Newark am Airport in New York. Ist wirklich, naja, die hat was zu bieten, die ist ganz neu, also kriegst du Salate und alles. Und im Grunde kannst du das kostenlos benutzen, aber natürlich bindet sich auch die Airline mit diesen ganzen Bonuspunkten an sich. Trotzdem, ich habe ein paar United Airlines Aktien im Depot, die sind ja bitter abgestürzt, eine ganz schwere Krise. Die hatten erst die Pandemie und dann hatten sie jetzt die hohen Kerosinpreise, mit denen sie zu kämpfen haben. Also die rutschen ja von einer Krise in die nächste, aber gerade deswegen finde ich die United Airlines und die anderen Airlines, die es dazu gibt, gerade in Amerika, die Delta noch, die Southwest habe ich auch noch, und die American Airlines sind vielleicht gerade interessant wegen der Krise. Hier siehst du mich sitzen und dann geht's jetzt weiter. Ja, ich bin in Südtirol, hey, viel wandern, viel Sport machen, viel draußen sein, für die Fitness immer kämpfen und Spaziergänge, frische Luft, bisschen Sonne ist immer gut. Ich glaube, für die Zufriedenheit und so, fürs Wohlbefinden und dann ist die Zeit gut genutzt. Nicht nur vom Computer sitzen und mal das Haus verlassen ist immer empfehlenswert. Hier bereitest du dich für den Winter vor, Brennholz schön sortiert. Da hinten ist noch ein Stapel. So ist das Depot. Für die Rente oder für die finanzielle Freiheit, man muss vorsorgen. Und dann hat man immer ein bisschen was, was man sich wegnehmen kann. Passives Einkommen. Einmal hat man viel Arbeit und dann kann man sich bedienen. Ja, man hat erst die Arbeit und dann die Ernte. Ja, wir waren dann in Bozen im Südtiroler Archäologiemuseum, wo der Ötzi ausgestellt ist, der 4.000, 5.000 Jahre alte Bergbewohner, der in den Bergen hier oben sieht man den, so hat er in den Bergen gelebt. Der ist ja im Eis gefunden worden vor einigen Jahren und dann hat man erst gedacht, das sei irgendwie so ein Mordopfer, aber dann fand man raus, der ist schon Tausende von Jahren alt. Und da war halt eine Riesenschlange für das Museum, da ist ein Rieseninteresse, ja, der ist ja weltbekannt geworden nach dem Fund im Ötztal. Da sind wir erstmal durch die Stadt gelaufen, durch Bozen, haben uns alles angeschaut und haben gewartet, bis die Schlange kürzer war. Und das Museum, das archäologische Museum dort ist wirklich interessant, da geht es halt nur um diese eine Person. Das war ganz, ganz wirklich beeindruckend, wo der gefunden worden ist, wie der Leichnam ausgesehen hat. Man sieht das dann hier in den Bergen hat er gelebt. Und da hat's, das waren Jäger und Sammler. Da hat er einen großen Pfeil und Bogen. Und er muss sich wahrscheinlich auch von viel Fleisch ernährt haben. Da hat er Felle und tolle, sehr interessant genähte Kleidung. Hier sieht man den Leichnam, wie der dann konserviert worden ist. Der ist auch dort ausgestellt. Man kann da reinschauen, in die Mumie sich anschauen. Es ist also wirklich, das Ganze, die ganze Story ist wirklich beeindruckend. Die haben dann auch Genuntersuchungen gemacht. Ich glaube, der Teil von seiner Mutter, der ist irgendwie nicht mehr am Existieren. Aber ich glaube, väterlicherseits gibt es noch in ganz kleinen Dörfern noch späte Verwandte von ihm, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das war ganz spannend, auch was er, die ganze Ernährung, die Bekleidung, seine Lebensgeschichte und man hat dann eine Wunder entdeckt,
wo ein großer Pfeil drin war in der Schulter. Also der muss attackiert worden sein, angegriffen worden sein und muss dann dort an der Wunde wohl gestorben sein in den Bergen. Und dann fiel Eis und Schnee auf ihn. Und man fand dann auch Tätowierungen, wie man hier sieht, die Striche an den Beinen. Ja, da gibt es auch viele Rätsel um die Leiche und so, warum die ganzen Tätowierungen, wie man hier sieht. Das wollte ich euch mal zeigen, das hat ja mit der Börse wenig zu tun, aber das hat mich wirklich beeindruckt und ich fand das Museum sehr aufschlussreich. Mal was anderes. Wir sind in Kasselroth wandern. Und man muss nicht das tollste Hotel buchen. Wir haben eine Kategorie 40 von 200, also ein mittelklassiges Hotel. Also es muss nicht das teuerste und beste sein, aber trotzdem hast du die gleiche Umgebung. Hast genauso viel Spaß und jetzt gehen wir wandern. Schönes Zimmer in den Bergen, Südtirol. Und da ist sogar noch ein Pool. Kann man nichts sagen. Jetzt gehen wir noch schwimmen. Das Hotel war schon ganz schön, das hatte auch so eine kleine Kochnische, ein Wohnzimmer mit unterschiedlichen Türen, was man abtrennen konnte, zwei Balkone, das war schon eigentlich ganz ordentlich, muss man sagen, inklusive Frühstück. Allerdings haben viele Hotels dann Halbpension, das heißt, du kriegst dann noch Abendessen mit, das hatten wir nicht, wir hatten nur Frühstück. Aber das war so üppig, da brauchte man im Grunde kein Abendessen. Da gab es dann einfach einen Apfel oder so. Ja, und da waren wir eine Zeit lang, haben uns waren schwimmen, das war ein kleinerer Pool. Hat Spaß gemacht, also war ganz nett. Und einmal haben wir sogar was gekocht in dieser kleinen Küche. Ja, wenn ich dann irgendwas sehe, was ich in meinem Depot habe, wie Villa Roenbuch hier, das Keramik, dann freue ich mich immer. Das hatten viele Hotels als Waschbecken, als Kloschüssel, als Badewanne. Irgendwie haben die das, die Badmöbel von denen oder auch das Geschirr eben. Und das freut mich dann halt. Die Aktie habe ich schon viele, viele Jahre. Auch das jetzt keine Empfehlung, weil, Leute, ich weiß auch nicht alles, aber bislang hat sich der Konzern gut entwickelt. Die hatten aber auch Sanierungsphasen und Entlassungswellen. Die haben sich auch getrennt von Grundstücken, die hatten sie in Schweden und so. Die Firma ist uralt, 1748 reichen die Wurzeln zurück. Und der Chart ist auch nicht so blendend, muss man sagen. Dafür gibt es eine hohe Dividende, ein niedriges KGV von um die 7. Das handelt sich allerdings nur um die Vorzugsaktien, die börsennotiert sind. Die Stämme sind im Familienbesitz. Ja, die reichen Touristen lassen sich auch mal mit dem Helikopter einfliegen. Ganzen Bergliften und Bergbahnen haben wir uns auf die Gipfel hochfahren lassen. Das hat auch viel Zeit gespart. Vielleicht auch hartes Bergsteigen erspart. Aber trotzdem sind wir natürlich viel rumgelaufen. Aber das macht auch Spaß, wenn du da mal in so einer Bahn hängst. Ja, hier so in der Gondel ist auch ganz angenehm zu sitzen. Ja, total relaxing. In den Bergen keine Musik und nichts, total fast Windstille, ist total angenehm. No.
In diesen Berghütten kannst du eine Pause einlegen, kannst Mittagessen und ein bisschen ausruhen natürlich. Die bieten aber auch Übernachtungsmöglichkeiten an, scheinbar auch für Leute, die sich da vertan mit der Zeit oder so und den Abstieg nicht mehr schaffen. Jedenfalls haben die oft so Pensionen, so ganz einfache Unterkünfte auch, wo man auch für wenig Geld übernachten kann. Also ich finde das auch toll, da oben auf so einem Gipfel in so einer Hütte zu sein. Kann ich mir auch mal vorstellen, sowas zu machen. Jedenfalls tolle Stimmung, total relaxed da oben, ohne Stress, alles in Ruhe. Und nachdenklich waren die Leute. Viele Familien auch größere Gruppen. Es waren junge und alte Leute und ja, viele hatten auch den Hund dabei. Also das war ganz bunt gemischt. Und hier die Wäsche erinnert mich immer an Werbung, an Waschmittelwerbung von Henkel oder von einer anderen Marke, Persil oder so. Und da weiß man auch, was man hat im Grunde. Denn diese ganzen großen Konzerne, Konsumgüterkonzerne entwickeln sich fantastisch, wie man hier sieht, Procter & Gamble, zahlen eine ordentliche Dividende, stetig steigend. Und das ist eine schöne Buy-and-Hold-Aktie. Henkel hat stark gelitten. Die haben auch ein Geschäft mit Klebstoffen, was nicht so gut läuft. Also die durchlaufende Krise. Aber vielleicht gerade deswegen interessant, sich das mal anzuschauen. Henkel aus Deutschland, ein Konsumgüterkonzern, ein Riese, steckt in auch einer Umstrukturierung. Ja, schaut euch das mal an. Ich habe die Aktie nicht, aber ist ganz spannend, ein Familienkonzern mit langer Tradition. Ja, so alte Bauernhöfe, wie man sie hier sieht, sind schon reizvoll. Da gibt es ja auch so einen Trend, dass die Leute sowas kaufen, was schon länger leer steht oder saniert werden muss, renoviert werden muss. Also da kann man auch vielleicht ein schönes Airbnb draus machen. Das hängt aber auch davon ab, was für Gesetze dort sind, ob die überhaupt sowas erlauben, Gaststätte, Airbnb und so. Das kann sich auch wieder ändern, wenn eine Gemeinde sich umentscheidet. Also das kann ein Risiko sein, wenn man sowas vorhat, so ein Gewerbe zu errichten. Da muss man sich genau auskennen, auch mal schauen. Und mit Leuten sprechen, die so Gewerbebetriebe haben, kleinere. Ja, ansonsten, da in dem Hotel, in dem wir waren, das war auch so eine traditionsreiche Familie, die das betreibt, schon, ich glaube, in der zweiten, dritten Generation. Und die haben zwei Hotels, sie haben das, wo wir jetzt sind, zugekauft, haben das renoviert. Und komischerweise das hier, das wusste ich am Anfang gar nicht. Da gibt es gar keine Kinder. Die Gäste haben also keine Kinder, waren nur für Erwachsene. Und das andere war Halbpension mit Kindern. Also die haben da zwei Klientelgruppen. Ursprünglich hatte ich das gar nicht gebucht. Das ist dann umgemodelt worden, weil die hatten das irgendwie falsch geplant. Und dann war das eine ausgebucht und dann bin ich auf das Hotel hier umgesprungen. Ja, und also viel, viel relaxen und schwimmen und einfach mal, ja, auch mal einen halben Tag nichts tun. Ich habe auch nebenher gearbeitet. Ich nehme immer meinen Laptop mit und arbeite nebenher. Und so kann ich beides haben, Urlaub und ein bisschen Arbeit. Aber das hält sich auch in Grenzen. Also ich mache ein, zwei Artikel pro Tag. Manchmal ist es auch ein ganz kleiner Artikel. Ich nehme immer meine Arbeit mit. Und dann waren wir in einem Luxushotel für zwei, drei Tage und in Cortina. Das kann auch mal sein bei mir. Hey, mein Depot ist so groß, ist auch egal. Das kann ich gar nicht mehr aufbrauchen, wenn ich mich nicht so also verrückt anstelle. Deswegen haben wir mal so ein Luxushotel auch mal genommen, damit du mal, ja, das kann man auch mal machen. Aber Leute, ich brauche das ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist ganz schön zu haben, aber es ist für mich kein Muss, ja. Und das hat dann auch einen kleinen Balkon da, das war schön.
Ich glaube sogar zwei Balkone. Da ist ein James Bond-Film gedreht worden. Und nicht nur das, auch eine bekannte Komödie. Und ich glaube, der James Bond-Film haben sie auch aufgenommen in zwei Hotelanlagen. Hier in Cortina waren ja die Olympiade, die Winterolympiade vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die soll wieder dort stattfinden, in Cortina. Da waren wir, haben uns das angeschaut. Das war ganz, das ist ein ganz interessanter Ort, so ein bisschen, naja, es sind auch viel so reichere Leute dort, aber auch ein bisschen zu so verschlafen, so am Waldrand gelegen. Ein ganz schöner Restaurant, auch eine schöne Fußgängerzone. Ja, das kann man sich also schon mal anschauen, den Ort. Die haben auch viele schöne, so kleinere Pensionen und ganz bodenständige Gaststätten. Also man muss da nicht unbedingt immer gleich Luxus haben. Ja, das ist die Sporthalle, da sieht man die Olympia-Zeichen oben, die Olympia-Ringe. Also schön idyllisch gelegen. Das sieht ein bisschen aus wie im Schwarzwald, muss ich sagen, vom Stil her. Hier gibt es eine Galerie in Cortina, das war ganz interessant. Das war also Dollarnoten hinter so einer Glasscheibe und zerbrecht das Glas im Notfall sozusagen. Also, das fand ich ganz interessant, wollte ich euch mal zeigen. Ist vielleicht auch ein uraltes Motiv, das war das teure Hotel. Meine Güte, für 2, 3 Tage kann man sich sowas mal leisten. Da passiert in meinem, das tut meinem Geldbeutel jetzt auch nicht weh. Es ist auch halt mal kultig, weil da viele Filme gemacht worden sind. Inspector Clouseau, weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich glaube, mit dem Peter Sellers ist dort gemacht worden. Und also die schönen Hotels haben oft irgendwie auch eine ganz interessante Historie und Geschichte, wenn man sich damit beschäftigt. Also kann man sich das mal wirklich antun. Und dann schaue ich das gerne mir im Film an. Wie ist da die Kulisse gewesen im Hotel? In welchen Räumen haben die das gedreht und so? Das ist ganz interessant zu sehen. Gut, da hatten wir das mit Hotel, mit Frühstück gebucht, das Hotel. Das war eigentlich ganz okay, aber das, die normale Gaststätte, die normale Kategorie, die hatte fast ein ähnlich gutes Frühstück wie das super teure hier. Cristallo hieß das super teure. Ja, also mal, Leute, ist keine Empfehlung für das Luxushotel hier, braucht niemand machen. Also spart lieber das Geld in einen ETF oder in eine schöne, langweilige Aktie, ja. Da habt ihr wahrscheinlich mehr davon, kauft lieber ein paar Berkshire B-Aktien, als das ja, für so ein Hotel auszugeben. Der Pool war nur innen liegend, war groß und schön, aber Leute, die hatten eine schöne Terrasse, aber braucht man nicht alles. Die hatten dann auch einen Teebereich, wo man sich so Tees machen konnte. Nüsse gab es dort und Snacks und Saunabereich. Aber wenn es außen schön ist, warum soll ich da in so einer Sauna sitzen? Also ich bin dort geschwommen und das war es dann auch. Und ein bisschen auf der Terrasse war ich gesessen. Naja, die haben schon schöne Sachen, die sie so anbieten. Aber wenn du dann dort Abendessen gehst oder so, ist das sündhaft teuer, ja. Das geht doch ganz schön ins Geld, wenn man da noch so extra Sachen dann bestellt. Manche machen dann, buchen noch so eine Massage oder irgendwas, ja. Und also da, das ist fast grenzenlos preislich. Also deswegen, ich mache hier keine Hotelempfehlung. Ich finde, für braucht man das wirklich. Das braucht man im Grunde nicht, so ein teures Hotel, ja. Aber gut, das muss jeder selbst wissen. Und wenn einem das Spaß macht, dann machst du das, kannst du auch mal ausprobieren. Das soll jeder so handhaben, wie er will. Das kann ich ja auch niemandem vorschreiben. Und das ist auch gut so. Ja, und dann Cortina ist ganz interessant. Da gibt es zwei riesen Gipfel. Ich glaube, einer ist 2000 Meter hoch, der andere 3000er. Beim 3000er, da muss man gleich mit den Seilen hoch, da kann man im Grunde gar nichts machen. Und hier beim 2000er ist der Cliffhanger-Film gemacht worden mit dem Sylvester Stallone. Da waren auch wieder Dreharbeiten im Gebirge oben. Da kann man sich noch die ganzen Kulissen anschauen, wo das aufgenommen worden ist, zum Großteil der Film. Das war ja fast wie so eigentlich so ein Actionfilm, wie so ein James Bond-Film, dieser Cliffhanger-Film.
Und hier in diesem Gebäude haben sie auch viel aufgenommen. Das war eine ehemalige Mine. Da ist also viel von diesem Sylvester Stallone-Film gemacht worden. Da stehen auch noch ein paar Schilder rum. Oh, ja, ist ganz interessant, so Filmkulissen. Finde ich immer wieder kultig, wenn man sich sowas vergegenwärtigt und dann auch mal im Film nachschaut und so. Wie haben die das da gedreht und welche Perspektiven hatten die und wie war das Wetter damals und so. Das immer, also ich finde das schon sehr interessant, gerade wenn es auch so bekanntere Filme sind. Da kann man sich so ein bisschen damit identifizieren und so und dann schaut man sich dann vor Ort nochmal das an. Also ganz kultig finde ich das. Auch das alte Minengebäude, ich weiß jetzt gar nicht, was die da abgebaut haben. Das steht ja direkt am steilen Hang. Also das war ziemlich gefährlich, auch dort zu arbeiten. Und das muss ja schon sehr alt sein hier und ist schon lange eingestellt worden. Also was haben die hier abgebaut, frage ich mich. Ja, also das war ein größeres Projekt wohl. Und hier sieht man noch diese Filmplakate. Cliffhanger Lodge in Cortina. Okay, dann wollte ich noch ein bisschen vielleicht noch drauf eingehen. Wir haben ja jetzt eine schwierige Marktphase. Die Börse ist, wir haben eine Weltwirtschaft, die in einer schweren Krise ist, mit diesen ganzen Energiepreisen, die explodieren. Und da herrscht auch viel Sorge vor eben der hohen Inflation. Die Zentralbanken müssen das bekämpfen, die erhöhen die Zinsen. Dadurch verknappen sich die Kredite, werden teurer und die Verbraucher haben es schwerer. Die zahlen mehr für Lebensmittel, mehr für Sprit. Es wird nicht einfacher. Und deswegen ist auch die Börse sehr volatil. Wir sind am Korrigieren. Aber ich bleibe langfristig positiv und sehe das auch als Chance. Ich investiere da natürlich weiter. Auch wenn viele Panik bekommen, gerade dann, wenn Aktien eigentlich, wenn keiner was von Aktien hören will, dann gerade sollte man Aktien kaufen, wenn sie aus der Mode kommen, wenn alle sagen, oh, lass mich in Ruhe mit Aktien, ich habe die Schnauze voll. Gerade dann solltest du dich darum kümmern und sagen, Mensch, genau jetzt muss ich es kaufen. Konträr zur Masse, wenn wir eben die Krise haben. Wir haben eine schwere Krise, auch der Krieg in der Ukraine. Der zieht sich ja schon weit über 6 Monate und es ist kein Ende in Sicht. Also es ist alles nicht einfach in der Welt. Es ist schon schwierig. Wir haben viele Herausforderungen, Lieferengpässe. Corona kommt vielleicht zurück im Herbst, Winter. Da wird ja vorgewarnt, dass wir neue Corona-Wellen bekommen. Wobei die Sterberaten werden nicht mehr so hoch sein, weil die Impfquote hoch ist. Aber trotzdem haben wir viele, viele Probleme und wir müssen schauen. Aber langfristig geht es weiter voran und wir werden da auch eine Lösung finden für viele Dinge, die jetzt dramatisch aussehen. Da wird man in 5 oder 10 Jahren einfach zurückblicken und sagen, ja, das war schwierig, aber das ist dann gelöst worden. Ja, also für mich ist einfach weitermachen, buy and hold, so wie ich es immer mache. Ich lasse mich nicht verrückt machen von der Krise. Man hat auch immer wieder Werte, die gut laufen, zum Beispiel die Ölwerte. Da habe ich eine große Position in Chevron, die sind ja fast am Allzeithoch. Ebenso Exxon habe ich eine kleinere Position, die zahlen steigende Dividenden, die schwimmen im Geld, die verdienen so viel Geld. Auch mittelgroße Öl- und Gasfirmen gerade aus Amerika, aber auch europäische verdienen sehr, sehr gutes Geld. In Deutschland läuft die RWE gut und andere Versorger und Energieunternehmen sind wieder betroffen von der Gaskrise und so, wie die Uniper, die ist ja fast am Pleite gehen. Also es ist ein gemischtes Bild, aber alles in allem gleicht sich doch alles irgendwo aus. Man hat immer ein paar Gewinner und ein paar Verlierer und irgendwo ist es auch gut, wenn mal eine Korrektur kommt. Das ist auch was Gesundes, da werden mal die schwachen Hände rausgespült. Und mich stört es gar nicht groß, weil ich nutze weiter die Krise, um weiter zuzukaufen. Und mich stört das jetzt nicht sonderlich. Also ich mache trotzdem, ich lebe mein Leben weiter und lasse mich nicht verrückt machen. Obwohl es manchmal schon, naja, ein bisschen komisch ist, wenn die Kurse stark, stark einbrechen. Da denkst du dir auch, schon mal meine Güte oder was soll das denn? Aber gerade wenn ich im Urlaub bin, gucke ich da nicht ständig nach. Hier ist ein Hotel Corona, es ist witzig, in Cortina.
Corona, die Pandemie, das heißt so, das hat sogar einen guten Ruf. Ich habe da mal nachgeschaut. Ist gar nicht so schlecht, das Hotel. Ist wirklich witzig. Überall sieht man die Olympiaringe und so in Cortina. Also das ist, scheint denen ganz wichtig zu sein. Da bin ich mal gespannt auf die nächsten Winterspiele, die es dann dort geben wird. Und es hat ja da auch einen James-Bond-Film gegeben in der Eishalle, in der Sporthalle dort. Hier dann waren wir noch in Padua, mittelgroßer Ort, schöner Marktplatz und viele so kleine Marktstände gab es dort, viele Restaurants. Es kam mir auch so studentisch vor, die Stadt Padua. Und die haben einen weltberühmten Maler dort, eine Kirche, eine Kapelle und Giotto. Das ist ein Meisterwerk in Padua. Das haben wir uns angeschaut. Das sind also, die sind nochmal aufgefrischt worden, die Bemalungen und saniert worden. Aber das ist extrem gut erhalten und sehr beeindruckend, wie der hier diese ganzen christlichen Bibelgeschichten dargestellt hat. Giotto ist ja, glaube ich, auch, wird was ist das, eine Schokoladenmarke nach ihm benannt oder so. Aber der hat es einmal furchteinflößend gemalt, viele Dinge dargestellt, also mit dem Teufel und der Hölle und so. Und ein ganz blaues Dach hat er gemacht. Also ein Wahnsinn, was der hier hinterlassen hat. Und ich glaube, das ist schon was Einmaliges, diese Kapelle in diesem Ort. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn jemand dort ist. Auf jeden Fall sehenswert. Das hier soll irgendwie Neid sein. Neid ist auch nicht gut, seiner Meinung nach. Ich glaube, das ist ein Bild des Neides. Müsste man nochmal nachschauen, aber der hat also ganz interessante Aspekte aufgegriffen aus dem Zusammenleben, aus der Bibel und so. Und das ist in der Nähe von Venedig, am Flughafen fahren dann die Fähren direkt, wenn man ankommt. Diese Fährboote fahren dann direkt nach Venedig rein. Die muss man dann am Flughafen dort mieten. Und die Fahrt dauert, glaube ich, so 20 Minuten oder so. Man geht im Grunde mit dem Koffer auf diese Schiffe drauf, auf diese Boote, auf diese mittelgroßen und fährt dann direkt in seine Hotels. Venedig ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert, eine tolle Stadt. Ja, ich bin in Hamburg, bisschen relaxen und reisen und dann geht's nach Sylt. Ja, das Jahr wird wahrscheinlich schwierig mit der ganzen Rezession, die kommt. Dann haben wir immer noch die verrückte Inflation um die 10%, 9% und die Leute haben kaum Geld übrig, weil die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise und das wird ein schwieriges Jahr und die Börse, das sieht auch nicht mehr so gut aus. Aber ich kaufe weiter ein und halte weiter meine ganzen Aktienbestände. Und langfristig, mittelfristig bin ich zuversichtlich, aber kurzfristig kann es ganz schön schwierig noch werden, was die Wirtschaft angeht. Aber es ist auch eine schöne Zeit, um weiter aufzustocken.